Hallo zusammen, heute habe ich euch eine wirklich sehr interessante Verteilung mitgebracht, ein echter Skat-Leckerbissen, der euch vermutlich wahlweise in die Verzweiflung treiben oder dann doch zum Strahlen bringen wird, wenn ihr schließlich auf die Lösung gekommen seid. Es ist, Nomen est Omen, eine knifflige Geschichte. Ihr könnt es hier sehen, es handelt sich dabei um das dritte Rätsel in der Skat-App. Das heißt, das ist das Schöne, diese Verteilung könnt ihr auch interaktiv spielen und dann erst solltet ihr euch hier die Analyse anschauen. Wer die App tatsächlich noch nicht auf seinem Smartphone oder sein Tablet runtergeladen hat, da muss ich ja inzwischen wirklich überrascht sein, denn es ist ja bereits das dritte Rätsel. Dem packe ich nichtsdestotrotz hier unten nochmal den Link in die Beschreibung rein. Könnt ihr euch kostenlos die App runterladen und dann erstmal selber knobeln, bevor ihr euch hier die Analyse anschaut. Die Idee zu der Verteilung stammt von unserem Rätselhasen Hartmut. Wer den noch nicht kennt, auch da könnt ihr noch ein paar Hintergrundinformationen in der App abgreifen. So, dann wollen wir jetzt mal in die Partie starten. Und zwar habe ich mir allerdings vorgenommen, das jetzt nicht hier auf dem elektronischen Wege zu machen in der App, sondern nochmal ganz herkömmlich mit den echten Karten. Das hat den Vorteil, dass ich dann die komplette Verteilung direkt offenlegen kann und alle Kartenhände wir uns anschauen können. Hier haben wir einmal die komplette Verteilung: Vorhand, Mittelhand, Hinterhand. Mittelhand hat gar nichts, steigt logischerweise direkt aus. Ganz anders der Spieler in Hinterhand, der hat einen ausgesprochen vielversprechenden Ansatz. 6 Trumpf in Karo mit dem Kreuz Buben und dem Ass zu fünft. Herz Ass dabei, eine blanke Kreuz 10, bestellte Pik 10. Logisch, dass der gerne das Spiel machen möchte, kommt allerdings für 18 nicht ran, denn Vorhand hat nun mal 3 Buben und hält die 18. Das ist dann auch hier schon der Pferdefuß in der Karte von Hinterhand. Durch die blanke Kreuz 10 ist es nun mal kein gutes Handspiel und der einfache Karo zählt nur 18, muss der Spieler dann also wohl oder übel die Flinte ins Korn werfen und Vorhand das Spiel überlassen. Der findet nicht besonders, es bleibt bei starken Trümpfen, 7 Trumpf mit 3 Buben. Die Beikarte ist allerdings ausgesprochen durchwachsen, um nicht zu sagen, ein Scherbenhaufen. Da muss er jetzt zusehen, dass er einigermaßen günstig seine Fehlkarten los wird. Das Blatt ist trotzdem wohl noch zu stark, um die Karo 10 irgendwie blank drin zu halten. Die wird also gedrückt und jetzt gibt es natürlich zwei plausible weitere Karten, Kreuz König oder Pik König. Der Spieler entschließt sich hier, den Kreuz König zu drücken und spielt jetzt Herz, den er mit einem Buben eröffnet. Die Trumpfverteilung ist, wie wir sehen, ausgesprochen günstig für den Alleinspieler. Nicht nur stehen die Trümpfe 2 zu 2, sondern das Trumpf Ass ist beim Kreuz Buben, sodass tatsächlich hier im ersten Trumpfstich nur 7 Augen fallen. Der Spieler hier in Hinterhand wird jetzt natürlich schon erkennen, dass sein Trumpf Ass gefährdet ist, denn der Pik Bube, der ist schon beim Alleinspieler zu vermuten, sonst hätte sein Partner wahrscheinlich übernommen. Deswegen kann er im zweiten Stich sehr gut auf die Idee kommen, jetzt seine blanke Kreuz 10 zu spielen, mit der Idee eben, das Trumpf Ass zu retten. Es ist zwar nicht sonderlich oder super wahrscheinlich, denn schließlich müsste der Alleinspieler jetzt 2 kleine Kreuz mit dabei haben oder 3 Kreuzen ohne das Ass, aber er hat schließlich keine bessere Chance, er hat an sich auch nichts zu verlieren, deswegen sicher hier die korrekte Karte. Wir können es hier auch sehen. Bei der vorliegenden Verteilung natürlich ein absoluter Volltreffer. Der Alleinspieler muss hier die Kreuz Dame bedienen und sein Partner ist jetzt sicher ganz gut beraten, diese 13 Augen direkt mitzunehmen, nicht noch hier auf den Partner zu schneiden. Denn nicht nur haben sie jetzt einen satten Stich schon auf 31, der Spieler kann ja auch einfach Kreuz zurückspielen und damit seinem Partner ermöglichen, den gefährdeten Trumpf vollen zu retten. Das sollte der auch tun. Eine bessere Fortsetzung gibt es nicht. Wenn wir hier also bei der Verteilung irgendwie anders fortsetzen, dann wird es schon nicht mehr funktionieren. Kreuz Lusche, Herz Ass ist tatsächlich die beste Möglichkeit. Der Alleinspieler sollte jetzt natürlich nicht abwerfen auf 42, denn dann verliert er noch einen fetten Stich
und damit das Spiel. Er hat jetzt hier Glück, dass er den richtigen König im Keller hat. Wenn er den Pik-König gedrückt hätte, wäre das Ding auch sofort hinüber, dann müsste er jetzt den Kreuzkönig bedienen. So aber sticht er hier über und die Gegenspieler bleiben erstmal bei 31 Augen stehen. Was sollte der Alleinspieler jetzt natürlich tun? Oder was sollte er besser nicht tun? Logischerweise fehlt noch ein Trumpf, den sollte er jetzt aber nicht abholen, denn der Trumpf kann ihm ja erstens nicht wehtun, weil er noch fünfmal darüber kann und er auch keinen Ass hat oder anderen Vollen hat, der ihm noch abgestochen werden kann. Wenn er allerdings den Trumpf abzieht, dann ermöglicht er dem Spieler hier, sich die Pik 10 blank zu schmeißen, also die Pik Lusche abzutragen. Und dann ist erkennbar, dass in den beiden Pikstichen mehr als nur 28 Augen fallen können. Und 28 ist hier gerade das Stichwort. Da die Gegenpartei erst 31 liegen hat, werden eben die reinen Augen in Pik, die 28 Augen, nicht zum Sieg reichen. Deswegen spielt der Alleinspieler eben jetzt direkt die Pik Lusche raus und damit macht er es den Gegenspielern richtig schwer. Hier kommt jetzt die Magie ins Spiel. Wie müssen die Gegenspieler spielen, um dieses Spiel noch zu schlagen? Nun, der Spieler hier in Mittelhand kann sicher schon erkennen, dass es wohl ein Siebentrümpfer ist. Ansonsten macht die blanke Kreuzdame und der Vorstich mit dem Trumpf Ass nicht so viel Sinn. Das ist also wohl erkennbar. Entsprechend weiß er auch, dass hier nur noch zwei Fehlkarten sind. Bei 31 Liegen hätte er sicher einen ganz plausiblen Plan, jetzt das Pik Ass mitzunehmen und danach den Karo König zu spielen, in der Hoffnung, dass der Alleinspieler in drei Farben jeweils eine Lusche dabei hat, also Kreuz Dame plus noch zwei Luschen. Wenn er etwa 20 Augen gedrückt hat, Pik 10 und Karo 10, könnte das ein plausibler Weg sein, der sie dann auf 61 führt, 2x 15 noch dazu. Wäre in dem Fall nicht zielführend und es gibt auch tatsächlich noch einen anderen Weg bei der vorliegenden Verteilung. Wenn ihr es jetzt noch nicht gelöst habt, dann letzte Chance hier nochmal Pause zu drücken. Jetzt wird es nämlich aufgelöst. Hier spielt jetzt die Musik, hier passiert der Zauber. Der Spieler schnippelt erstmal ganz normal mit der Dame. Und sein Partner hier wird typischerweise die 10 rausnehmen, hat dann allerdings das Problem, sie haben eben erst die 44 und werden immer einfach nur noch 15 Augen bekommen auf 59, egal wie er jetzt fortsetzt. Am besten spielt er sogar direkt die Piklusche zurück oder eben das Karo Ass, so oder so. Es wird eben nicht langen und deswegen muss hier der Zauberzug gefunden werden, auch für den Spieler sicher erkennbar, wenn er sich die gleichen Gedanken macht. Sieben Trümpfer, ein Kreuz gesehen, 31 erst liegen, noch ein weiterer Stich, es wird nicht reichen. Deswegen Spezialzug. Wir tauchen die Pik Dame und lassen damit unseren Partner am Stich. Was soll das jetzt bringen? Wir haben erstmal 10 Augen weniger, nämlich erst 34, aber unser Partner, der hat ja noch einen kleinen Trumpf. Und diesen kleinen Trumpf, den muss er jetzt ausspielen, den kann er jetzt ausspielen und damit die Chance ergreifen, einen Abwurf zu generieren. Und hier erzaubern wir uns unser eines Auge. Die Pik 10 wird abgeschmissen. Der Alleinspieler muss mit einem beliebigen Trumpf übernehmen und wird jetzt früher oder später im Spielverlauf bei 34 liegen noch einen 26-Augen-Stich abgeben. Das heißt, Pik 10 haben wir getauscht gegen das Karo Ass und sind damit wie durch Zauberhand noch auf 60 Augen gekommen. Vielen Dank, Hartmut, für das tolle Spiel. Da wäre ich wirklich mal gespannt, wie oft sowas wirklich mal vorkommt, dass am Tisch diese Züge gefunden werden. Es ist aber ganz klar nochmal gesagt, nicht konstruiert. Es kann so vorkommen und dann ist es bei konsequentem Spiel für alle Seiten auch erkennbar. Das heißt, wir müssten eigentlich ständig solche Spiele auf 60 kippen sehen. Könnt ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas am echten Skattisch schon mal erlebt habt. Da bin ich wirklich gespannt.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Restfreitag. Macht's gut, bleibt am Ball und wie immer, gut Blatt.